Guten Tag, willkommen zum Video. Wir stehen in Bad Ringburg. Wir fahren auf dem Kürbisser Bergland mitten in der City. Halten nicht überall. Ich halte noch in Köblitz unten bis zum Altenburg Hauptbahnhof und wir starten hier in Firmen Bad Ringburg und wir fahren in der City. Los geht's. So, wir sind schnell ins Spiel. Machen wir mal schon mal Tür auf. Natürlich, ne? So, wir machen mal. Fahren wir mal an. Das können wir ausmachen. Zugbeeinflussung. Lass uns den Zug schon mal aufrüsten. Zugbeeinflussung. Er ist schon fest schon aufgerüstet. Ich habe auch dieses Setpack installiert, keine Frage. Bremsprobe. Störung. Ja, Bremsprobe. Störung. Störung. Ja. Alles klar, Sehbeschiene. Oh, geht los. Schließvorgang eingeleitet. Ach nee, Schließvorgang ficken oder was? So bekommt das doch. Ja, ja. Komm, mach auf, die Geschichte, ja. Yeah. Ach so, muss das so. Ach, bitte, muss das hier rüberpacken. Jetzt. S8. Intercity fährt jetzt los. Achtungspfiff. Der Achtungspfiff ist angemarsch. Jetzt geht's los. Oh, Blitz hat geschlagen. Zugbeeinflussung. Okay, Abfahrt. Intercity macht sich auf den Weg nach Altenburg. Zähler der Fahrgäste in Intercity Express Richtung nach Altenburg Hauptbahnhof. Er fährt nicht überall, der nächste Halt ist dann nach Köblitz. Vielen Dank. Kürbisser Bergland fahren wir jetzt. Jetzt gibt Gullis. Darf nicht so schnell fahren. Oh, warum, wie viel der zieht denn der da? Oh, oh. So. Ich mag dieses Jahr viel besser. Ich würde kurz mal anmerken. So. Schnauze. Danke. Licht anmachen. Zack. Licht ist an. Licht an. Sehr wichtig. Alles wird gut. Ich habe auch das Besser-Qualität jetzt eingestellt. Mal schauen, ob ich es besser. Was werde ich danach rausfinden? Auf YouTube. 100. Zack. Runter. Sehr wichtig. Cool. Ah, Foto machen. Hier noch nicht. Jetzt darfst du hier hochnehmen. Ach, Aero. Jetzt geht's. Spinnt mal. Und Top Shutter. Zack, danke. Ach so, Leerstand. Und jetzt aber. Hallo. Dann warten wir erstmal ab. Jetzt geht's vielleicht. Vielleicht geht's jetzt. Ah, er muss erstmal hochfahren, ich das weiß. Aber es gibt so viele. Jetzt geht's ja. Jetzt hat er es gezogen. Jetzt. Jetzt zieht er. Meine Herren, ist eine bestimmte Grenze. Holz, kann man eine Kohle arbeiten. Ihr seht das Ganze hier. Ich habe heute schon. Ich habe auch Wetter ausgesucht. Ich habe mir das Schnee und mit bewölkt ausgesucht. Das Wetter. Und ich habe eine schöne 12 Uhr am Mittags genommen. Machen wir mal aus hier. Halt nur Licht bleibt immer an. Draußen. So, Intercity. Bisschen schneller. Aus den Hufen. Aber wir dürfen noch 100. Ah. 4 Minuten. Ach, diese Minute für der RE30. Ist ja schon fort. Ab Kassel Hopper noch. Geil. Nö. Oh, schön. Oh, schön knurren. Morgen ist Montag. Danach, nach dem RE kommt ein 98 Richtung Dreiser. Dann fährt er auch jeden Tag nach Dreiser. Der andere, der um 1.13 Uhr, der auch nach Dreiser, ist er gleich angetastet geworden. Aber nur 23, auch der auch eine Dreiser fährt.
Samstag und Freitag fährt auch Frankfurt am Main. Sonntag nicht. Ist so gewollt. Es angepasst ist. Ich fahr durch. Oh Leute, warum muss ich jetzt 100 km/h halten? Sieht das schön aus. Ich habe mir das Gefühl, mein Aufnahmeprogramm wurde veranlasst wurde. Bisschen bearbeitet worden. Oder sehe ich, dass auch das Bild klar ist auf dem Aufnahmeprogramm? Weil der hat da viele Updates gegeben. Kann mich dran erinnern. Updates gab es heute. Gestern, glaube ich. Ah, ich weiß nicht direkt. Also wegen das Update da. Fahr 101 mit dem Steuerwagen hin dran. Oder? Nee, hat keinen Steuerwagen. Ich habe nur die Lok, fahre ich. Können wir irgendwann mal machen. Mit dem Steuerwagen irgendwo hinkrusen. Oder so. Vielleicht 120 habe ich auch noch. Von VR. BR 120. Auch mit VR-Steuerung. Alle meine Züge besitzen VR-Steuerung. Mit selber aufrüsten und so. Mann, eine gute Palette habe ich noch übrig. Fahren wir natürlich mit Linux Sound Mod. Könnt ihr runterladen. Das ist sehr angenehm, ne? Störung. Schnauze. Störung. Hi, Klappe halten. Mach. Ja, du warst düd. Ich mach gleich den Apparat raus, ey. Wird gefahren, was auf den Tisch kommt. Wir werden sehen, wenn es soweit ist. Ah, ich freue mich schon auf Weihnachten, ne? Und hoffe ich nicht so viel Schnee in den kommenden Tagen durchkommt, ey. Wenn nochmal Schnee, ganzen Palette, dann halt das doch bis zum Weihnachten aus. Und dann bis zum März ist der Schnee schon fort. Halte weniger drüber. 120, endlich! Darf ich schneller. Ach, hier nehmen wir auch 1080p mit 60 FPS auf. Haben wir ausgesucht. Ach, kacke. Ah, ich kenne die Stelle irgendwo her. Da muss jetzt wieder abbremsen. Oh, toll. Ja, toll. Und dann sich, ne. Das ist nicht unser Weg, nicht? Ja, immer dieses Huperei, ey. Das habe ich fast vermisst, ey. Ja, drücken. Habe ich. Ist vorgeschrieben, Hupen, Bahnübergang. Eigentlich auf anderen Gebieten musst du gucken. Da kannst du hupen. Weil, wo ich beispielsweise nach Bad Wildung fahren würde mit Zug, dann musst du auch hupen. Da wird der Zero betrieben. Baureihe ist die 642. Ist auch sehr schön. Die Baureihe ist ein Dieseltriebwagen. Weil die das, nur mit Diesel nur betrieben ist, die Strecke. Hat noch anderen Altmodus der Bahnübergang. Zugbeeinflussung. Den scharf machen, ey. Köblitzwald ist das andere. Hm, ich überlege da auch anzuhalten. Ach nee. Nee. Fahren durch. Ja, so einfach, ne? Sie was? Sie Klappe halten. Was, Sifa? Ja, ein Klon nicht gefunden, oder wie? Ah, ey. Ey, cool. Ey, das sieht mal aus. Geil. Schön, schön, schön tief sitzen. Ist geil. Neuer Arbeitsraum. Hallo. Eine dumme Schuss. Scheißlock. Ist das Scheißlock, ey? Oh, ich krieg wieder Hater, ne? Dann sagen sich ja, ist ja gut, bleib ruhig, ganz in Ordnung, alles gut, bleib schon locker. Ein bisschen flachen halten. Hansi, hallo, in Köblitzwald. Ich fahr durch. Hier hab ich keinen Halt. Jetzt schön scharf machen hier, gucken wir mal raus. Aha, interessant.
Ah, schön, ICE, Intercity. Intercity, schön. Intercity. Intercity. Klack, 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 klack. Oh, ist das geil. Ah, mega. Das ist mega geil. Dieses klack, 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 klack. Ich kenne einen Typ, der klack, klack, klack macht. Ist es die Braureihe? Das ist, glaube ich, der... Dass ich das weiß, ich glaube, das ist der von der Frankfurter, der RE17. 70, glaube ich, RE17. Das ist der von Koblenz fährt da. Kann mich dran erinnern. Aber ich kenne seinen Namen, den Zug nicht. Kurz überlegen. Trinwex ist das, ja genau, der Trinwex. Wenn du drauf drückst, dann macht klick, klick, klick. Das ist der Trinwex. Da drückst du drauf und da hat so Lautsprecher eingebaut. Und da kommt das Klacken her. Auch mit Rampe und so, das ist ganz niedlich. Kannst auch, wie lange da drin ist, geil. War ich mal gefahren, ne? Mit meinem Kumpel, da haben wir Frankfurt hingefahren, mal den Trinwex auszuprobieren. Ob der bei mir auch steht. Habe ich auch mal ausprobiert, ne? Bis nach Darmstadt mal gefahren, ne? Und mal angeguckt, mal Darmstadt, ganz in Ordnung, ein bisschen was gegessen, ne? Und sonst habe ich nur kurz nach Hause gefahren. Aber vor habe ich auch, ich das weiß, habe ich schon lange. In Frankfurt habe ich bis morgens verbracht und das war, was davor passiert wurde, möchte ich nicht reden. Aber es war eine schöne Zeit, da habe ich ein bisschen über ein bisschen geschlafen und so. Aber auch, hab ich gar nicht drin, wo ich in Marburg gewesen bin. Aber auch und so. Hab da auch Stunden auch in Kassel verbracht. Straßenbahn gefahren. Tagsüber ein bisschen da. Schöne Zeit. Aber jetzt nicht. Ach, Hauptschalter ausmachen. Störung. Ja. Ach. Wir erreichen jetzt den Bahnhof Köblitz. Nächster Halt. Köblitz. Ja, keine Frage. Öffnen. Haben wir's? Jetzt aber. Ach, machen wir E-Bremse. Machen das jetzt so. Nächster Halt, Köblitz. Im Ausstieg fahr Richtung rechts. Jupp, rechts. Köblitz, rechts aussteigen. Ja. Hörst du Nerven? Hier gibt's gleich. Und ups. Supi. Und jetzt. Ist gedrückt. Intercity nach Köblitz ist angekommen. Und er fährt Richtung Offenthal weiter Richtung nach Altenburg Hauptbahnhof. Super. Ey, das ist geil, ey. Kannst du hier reingehen? Aber natürlich kannst du die Tür nicht aufmachen. Kannst du das Fenster öffnen? Intercity steht Richtung nach Altenburg bereit. Ist angekommen und fährt sich wieder weiter. Da bauen die ein bisschen. Können wir kurz angucken, wenn wir möchten. Da hier, da ist also bauen. Hier schaut mal hier, bei uns bauen die auch bei meinen Weserbahn. Da wird da die Bad Vilbel-Strecke gemacht, bei S-Bahn, da wird überall gebaut. Yep, Abfahrt. Intercity nach Altenburg fährt jetzt ab. Verlassen jetzt Köblitz. Das war unser Halt gewesen. Und zu damit. Auf jeden Fall zu damit. Ja, dann Leute sagen natürlich, wenn ich Lokführer sehe, lass ihn doch mal ausziehen. Natürlich sehe ich natürlich. Hier sehen sie das Ganze, wenn ihr es so seht. Dann nehmen wir mal so 30, ne? Und das. Man muss auch denken, welchen Bereich du ausziehen möchtest. Ob das Güterzug sind, ob das das und das sind. Und so Güterzug
habe ich ja natürlich auch so, dass der Güterzug viel wiegt, ne? Zu viel Wagen und so. Dann wird es auch schon schwer auf der Fahrt werden, weil du viel einfach auf den Tonnen du wiegst. Weil bei so einem Zug muss auch jeden Wagen richtig Anschwung geben, ey. Doppelstock kenne ich auch. Bei Flirt, wenn ich zum Beispiel mit dem Flirter fahre, dann brauche keine Mühe zu geben, weil ich hab so ein Flirt. Der Atomkraftwerk, ich gebe Powerenergie. Oh, wir sind ein bisschen schnell. Wir sind ein bisschen schnell. In der Kirche halten wir nicht. Nur bis Altenburg. Das da, Sanden, ist sehr wichtig. Sonst werden die durchdrehen, die Schnee. Auch dieses Video kriege ich ruckzuck hochgeladen. Hab Fernlicht hier. Seht ihr hier? Hier geht Fernlicht an. Das ist besser. Hier habe ich da eine Möglichkeit. Hier seht ihr das ganze Fernlicht. Ist heller geworden. So. Aber ich lasse es so. Das braucht man nur Beispiel nur, dass ich das weiß. Nur dunkel. Wenn es stark dunkel ist, wenn es zu so dunkel, brauchst du Fernlicht. So eine Art, so eine Sicherheit. Mal Fernlicht für dunkel hier. Kurz Fernlicht angemacht. Kann man gleich wieder aus. Wichtig, vorhupen ist Vorschrift. Aber bei Kurzbahnen habe ich da auch ein Video gemacht. Kann mich daran erinnern, wo Kurzbahn gefahren bin. Video mitfahren, da stand da Bad Wildung Richtung Barbahn. Aber richtig reingeschrieben. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Jahr alt. Oder vielleicht letztes Jahr gewesen. Weiß ich nicht. Oder diesen Jahr, weiß ich nicht. Ich habe so einen Heilinfekt. Jetzt ist er weg. Meine Herren, was war das für ein Hallinfekt? Meine Güte. Altenburg-Bach halten wir nicht. Wir fahren durch. Zugbeeinflussung. Weiß nicht, das war wahrscheinlich dumm, was ich jetzt gemacht habe. Mich befreit. Aber das weiß ich nicht. Oh, Scheiße, 60. Oh, Kacke. Ja, komm. Leerstand. Bisschen konzentriert. Klappe halten. Euren Hupe. Aber natürlich ist egal, ne? Was? Ja. Aber hier der Sinn, ne? Wenn er sein Auto oder sein Bier hat, bleibt er noch solidarisch. Solidarisch, weil wir sind ein starkes Land. Wir haben noch so viel vor. Wir haben so viele Aufgaben, die wir wichtig machen müssen. Dankeschön. Zack, Fernlicht an. Für Tunnel. Zack. Zack. Mal das auch mal. So, dann machen wir wieder aus mit dem Steuer. Shift H. Ah, cool. Mit I. Danke. Hupen. Wichtig, vorhupen. Wenn einer natürlich hier ins Reingehört und dann bin ich reingedonnert und dann haben wir Unfall bekommen. Zugbeeinflussung. Was? Zugbeeinflussung. Nö, ich muss bestätigen. Zugbeeinflussung. Ah, egal. Lass die Kuh im Dorf. Ich habe keinen Menschen, der natürlich. Lass doch die Kirche im Dorf lassen. Jetzt gibt Gas, ey. Jetzt haben wir noch eine Stunde, noch Zeit. Jetzt. Komm, jetzt nächster Halt. Klappe halt. Nächster Halt. Altenburg Hauptbahnhof. Bitte alle aussteigen. Bitte versichern Sie sich, die alle Gepäcksachen mitzunehmen. Zugbeeinflussung. Mitzunehmen. Bitte lassen Sie kein Gepäck nicht liegen. Vielen Dank. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Anschluss weiter Offenthalt zurück Richtung Bad Ringenburg Hauptbahnhof.
Also wie gesagt, nächster Halt Bad Altenburg Hauptbahnhof. Bitte alle aussteigen. Ausstieg in Fahrrichtung rechts. Es geht für alle, bitte aussteigen. Es gibt auch Menschen, die einfach so geblieben sind, ne? Das sind Leute, die eingeschlafen sind. Aber egal. Ich will jetzt nichts irgendwas sagen, sonst ihr wisst doch. Zugbeeinflussung. Altenburg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zwangsbremsung. Zug und Bahnsteigkante. Zwangsbremsung. Oh nein, schon spät. Zwangsbremsung. Kommt. Zwangsbremsung. Türfreigabe. Super, du bist angekommen. Türfreigabe. Jetzt schon an. Türfreigabe. Da würde ich mal sagen, so, machen wir auf Pause. Dann würde ich sagen, wir sind angekommen, unser Intercity. Wir haben den schön da heil hingebracht, keine Unfälle. Und mir hat's gefallen. Bis dann, bis nächstes Mal.